Heute bei Landgut Ippenburg, ein Märchenschloss im Osnabrücker Land. Oh, das ist ja hier. Hallo, hier ist doch der Tanzsaal, oder? Eine Holunder-Expertin bei der Arbeit. Das war eigentlich das, was ich so interessant fand und dann weiter ausgebaut habe. Der letzte Pottbäcker der Region. Also wenn man das einmal kann, das Drehen auf der Scheibe, das ist wirklich toll. Und eine Tiertrainerin, die ihr Glück auf dem Land gefunden hat. Mein Traum war es, immer mit Tieren zu leben. Dass ich so viel Glück in meinem Leben bekomme, das hätte ich auch nicht erwartet. Unsere heutige Landpartie führt uns nach Niedersachsen ins Osnabrücker Land. 30 Kilometer nordöstlich von Osnabrück, am Rand des Wiehengebirges, liegt die ca. 15.000 Einwohner zählende Gemeinde Bad Essen. Von hier aus ist es für unsere Moderatorin Susanne Konrad nur eine Viertelstunde mit dem Fahrrad bis nach Schloss Ippenburg. Regelmäßig im Sommer öffnet Viktoria Freifrau von dem Busche ihre Pforten für 4 Tage voller Gartenlust und Landvergnügen. So heißt ihr Fest, das jedes Jahr 30.000 große und kleine Gartenfreunde auf das verträumte Dornröschenschloss im Osnabrücker Land lockt. Also ist das nicht traumhaft? Ein Schloss wie im Märchen. Und seit über 600 Jahren lebt hier das Adelsgeschlecht der von dem Busches inzwischen in der 22. Generation. Und an diesem Wochenende steigt hier die Urmutter aller Gartenfeste nach dem Motto Gartenlust und Landvergnügen. Stürzen wir uns da jetzt rein und ich bin verabredet mit Viktoria von dem Busche. Die Organisatorin hat 1998 mit dem ersten Gartenfestival in Deutschland eine regelrechte Welle ausgelöst. Alles schon in vollem Gange hier? Ja. Das sind aufregende Tage für Sie. Sehr, ne? Ja. Das ist sehr, sehr anstrengend, sehr aufregend. Aber ich mache es, wenn ich es nicht mögen würde, würde ich es ja nicht machen. Also ich mache es seit 15 Jahren und liebe es. Ja, und ich habe Sie direkt in der Nähe von einem Rosenbusch entdeckt. Das ist ja Ihre Spezialität auch, ne? Rosen sind für mich einfach eine ständige Herausforderung. Ich will immer etwas damit tun. Das regt mich wahnsinnig an, meine Fantasie und meine Schaffenskraft. Neben dem 2013 neu eröffneten Rosarium bietet die 60.000 Quadratmeter große Gartenanlage den Festbesuchern ein Heckenlabyrinth, Wasserlandschaften und eine Vielzahl von unterschiedlichen Schaugärten zum Staunen und Genießen. Und diese Gartenlust, wann hat die Sie erfasst? Wann hat die Sie ergriffen? Das war, als mein Mann und ich heirateten und hierher zogen, haben wir erst 2 Jahre in so einem Haus, einem Kötterhaus nennt man das hier, das sind so kleine Bauernhäuser, gewohnt. Und da war ein Stück Land und ich habe sofort angefangen, den Garten anzulegen. Ich hatte das im Blut. Als wir dann hier ins Schloss zogen, da war ich natürlich etwas ratlos. Und dann das ist ein bisschen lange gebraucht, ja. Um zu finden, was für einen Stil man braucht. Wie würden Sie Ihren ganz eigenen Stil denn beschreiben? Ich nenne es so wiesenhaft. Also immer nur 1 oder 2 von einer Sorte, die aber dann nochmal wieder da auftaucht. Also wie eine Wiese, verstehen Sie? So, ja. Er wild. Die Sachbuchautorin und passionierte Gärtnerin Viktoria von dem Busche hat sich auf Schloss Ippenburg ihren Gartentraum verwirklicht. Weiter südlich bei Melle lebt Schäferin Anne Krüger einen etwas anderen Traum vom Landleben. Morgens um 5 Uhr, wenn sich so mancher am Bett lieber noch einmal umdreht, schickt sie bereits Border Collie Joe los, um ihre 300 schottischen Schafe zusammenzutreiben. Morgens rauszugehen zu meinen Schafen ist etwas ganz besonders Schönes, weil ich in Ruhe meine Tiere nachgucken kann und mich wahnsinnig darauf freue, mit meinen Hunden zu arbeiten und sehen kann, ob alle Tiere froh sind. Und das ist ein ganz besonders schöner Start für den Tag. Doch natürlich ist Anne Krüger nicht nur zum Vergnügen hier. Die morgendliche Visite hat noch einen anderen Grund. Dadurch, dass ich sie alle einmal in Bewegung habe, sehe ich, ob alle Schafe sich gleichmäßig gut bewegen, ob jeder fit ist, ob alle Lämmer gut mitkommen, ob die Euter in Ordnung sind. Und das ist wichtig, dass wir das jeden Tag einmal machen. Es kann ja immer mal was sein, dass einer nicht glücklich ist. Neben glücklichen Schafen hat die 46-Jährige auch eine Tierschule mit Schülern aus aller Welt. Wir haben hier eine absolut internationale Tiertruppe. Wir haben Schafe, die kommen aus dem schottischen Hochland, Ziegen, die kommen aus dem Schweizer Wallis,
Die Pferde kommen zum Teil aus Portugal oder aus Spanien. Hunde aus Großbritannien oder aus Brasilien und indische Laufenten. Also die Tiere habe ich mitgebracht und das Land hat mein Mann mitgebracht. Hofbesitzer und Ehemann Jan Degener unterstützt seine Frau auch bei der täglichen Arbeit mit den Tieren. Lemmy, Lemmy! Jawohl! Lemmy, Lemmy! Gefrühstückt! Also ich bin zwar hier auf dem Hof geboren, hatte aber nie die Idee, jetzt Landwirt zu werden. Ich habe lange Jahre in der Bank gearbeitet und war da auch ganz froh. Habe dann meine Frau kennengelernt und habe über sie eigentlich diese unglaubliche Faszination und Liebe zu den Tieren, zu der Landwirtschaft entdeckt. Seit über 20 Jahren ist der elterliche Hof bei Melle für Jan Degener und Anne Krüger Heimat und Arbeitsplatz. Also es gibt ja verschiedene Bereiche, in denen wir tätig sind. Das ist ein großer Teil der Landwirtschaft, ist die Tierschule und alles trägt so seinen Teil dazu bei. In ihrer Tierschule hat Anne Krüger eine Methode entwickelt, damit unterschiedliche Tierarten miteinander kommunizieren. Laufbein, leidern, bockern, leidern, gegenüber, leidern, bockern, lauf, leidern. Der Hund sagt den Enten das, was ich den Enten nicht sagen kann. Darüber, dass ich den Hund lenken kann. Ich kann dem Hund sagen, mit oder gegen den Uhrzeigersinn, mehr Abstand oder weniger Abstand, schnell oder langsam drauf zu. Und ich kann ihn an jedem Punkt, wo ich möchte, stoppen. Das ist so ein Kauderwelsch, was sich da entwickelt hat. Lie down heißt leg dich hin und der Hund da hinten soll auf Turn off mit dem Uhrzeigersinn laufen. Wenn ich den andersrum schicke, sage ich jump in. Das ist so fein, dass wenn Sie das jetzt machen würden, würden meine Hunde für Sie nicht arbeiten. Aber Ihre Hunde hören auf Frauchen und treiben die Enten in eine Ente. Ich schule die Tiere so, dass sie erstmal lernen, mir zuzuhören. Und wenn sie mir gelernt haben, mir zuzuhören, dann kann ich ihnen ja auch alles sagen. Das ist eine Kooperation. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, jedem Einzelnen. Klingt einfach, doch diese Form der tierischen Völkerverständigung ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Das sind viele, viele, viele kleine Puzzlesteine, bis dass man sich trauen kann, so ein Tier mit so einem Tier zusammenzumachen. Ich nehme nicht einfach ein Pferd und eine Ziege und gucke dann, was passiert und hoffe, dass alles überleben, sondern ich mache das erst mit Hunden, dass die Hunde drunter durchlaufen oder ein Ball mal drunter durchpullert. Und dann müssen sie die Ziegen akzeptiert haben oder die Enten. Also die müssen auch viele Stunden schon mit denen verbracht haben und die eher als Partner ansehen. Und dann funktioniert das irgendwann. Hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Ist schön vertraut, ne? Weißt, dass dir nichts passiert, wenn ich das mache, ne? Vertrauen ist die Basis des Zusammenlebens auf dem Degener Hof. Sowohl zwischen den Tieren, als auch zwischen Tier und Mensch. Es gibt in England für diese Art des Lebens so einen Begriff, it's a way of life. Ich denke, man muss das irgendwo leben. Und dann passt es, dann wird's rund. Es ist so, dass ich ein Stadtkind bin, aber mein Traum war es, immer mit Tieren zu leben. Dass ich so viel Glück in meinem Leben bekomme, das hätte ich auch nicht erwartet. Das ist einfach... Ob es ein Traum ist, ist es erstmal ein ganz, ganz großes Glück, für das man eigentlich nur dankbar sein kann, dass das so geht. Für Stadtkind Anne Krüger ist im Osnabrücker Land ihr Traum von einem Leben in der Natur Wirklichkeit geworden. Neben unzähligen Blumen und Zierpflanzen gibt es auf Schloss Ippenburg den mit fast 5000 Quadratmetern größten Küchengarten Deutschlands. Da lässt sich auch für eine neue Sorte Basilikum noch ein Plätzchen freischaufeln. Und die Erde sieht ja ganz krumig und locker aus. Haben Sie hier richtig guten Boden? Ja, also dieser Boden, der hat eine Humusschicht von 80 cm. Der ist seit über 650 Jahren von der Familie von dem Busche bearbeitet worden. Also schon Ritter Johann hat im 15. Naja. Jahrhundert hier seinen Schnittlauch. Na, vielleicht hat er hier, ja, weiß ich nicht, was die Pflanzen lassen. Schnittlauch gab es bestimmt schon. Das ist eine sehr alte Pflanze. Ja. Und mittlerweile sind noch ein paar andere dazugekommen. Von dieser Vielfalt an Kräutern und Gemüsen konnte Vorfahre Johann nur träumen. Hier gibt es viel zu ernten. Da kann man sich ja bedienen. Das ist ja schöner als jeder Einkauf auf dem Markt. Genau. Ne? Beim Gedanken ans Unkrautjäten wird aber wohl so mancher Hobbygärtner kräftig schlucken. Die Schlossherrin hat zum Glück 6 Mitarbeiter, die sie vom Säen bis zur Ernte unterstützen. So, und der schöne Rabi, den nehmen wir auch noch mit. Wunderbar, jetzt muss ich sagen, Kinder. Die Ausbeute ist doch jetzt ganz ordentlich. Und wie Sie sich essbare Gärten zu sich nach Hause holen können,
Da haben wir jetzt ein Beispiel für Sie. In Andernach schießen seit kurzem überall Beete und Gärten aus dem Boden, in denen die Einwohner nach Herzenslust pflanzen und natürlich auch ernten dürfen. Die Initiatorin dieser essbaren Stadt ist Heike Bohmgarten. Die essbare Stadt ist ein Motto und es geht einfach darum, den Menschen wieder nahe zu bringen, wo kommen unsere Lebensmittel her. Wir lösen einfach die Motto Betreten verboten auf und Pflücken verboten. Wir sagen Pflücken erlaubt und Betreten erwünscht. Und wie man jetzt sieht, ist daraus ein wahres Paradies geworden. Ein Paradies, das jedem offen steht. Die Schulen können sagen, wir möchten mal eine Zeit lang gärtnern. Und dann wird dieser wunderbare Anhänger, in dem man eigentlich alles sehen kann, haben wir sozusagen unsere essbare Stadt mobil gemacht und fahren sie überall rum. An allen Ecken grünt und gedeiht es hier. Solche Tafeltrauben kann jeder an seine Hauswand pflanzen. Im Grunde genommen muss man nur unten 2-3 Pflastersteine entfernen. Dann setzt man die Pflanze rein, am Anfang gut angießen und dann wächst sie als Lianengewächs ganz alleine. Selbst für anspruchsvolle Exoten findet sich in der Stadt ein geeignetes Fleckchen. Die Stadtmauer kann man ganz prima nutzen, um Gehölze zu pflanzen, die wärmeliebend sind. Zum Beispiel die Pfirsiche. Die gedeihen hier ganz prima und bald werden hier riesige Pfirsichbäume sein und richtig viel Pfirsichmarmelade gemacht werden können. Auch ohne viel Platz kann man sich mit ein paar Tricks ein eigenes kleines Gemüsebeet anlegen. Gemüse kann man auch ganz einfach selber auf den Balkon ziehen. Man braucht gar nicht so eine große Fläche wie in der Stadt. Ich nehme einfach eine Plastiktüte, fülle da richtig gute Erde rein. Und jetzt habe ich schon einen kunterbunten Topf, in dem ich als erstes meine Tomate pflanze. Dazu kommt meine Paprika. Dann kann natürlich Basilikum nicht fehlen. Und damit das alles noch richtig schön wird, mische ich das einfach mit einer Bidens. Die gefällt mir einfach von der Farbe gut. Und schon habe ich einen wunderschönen Garten in der Tüte. Und damit es mit dem Gießen nicht so schwer fällt, gibt es einen ganz einfachen Trick. Man schneidet eine Flasche auf, steckt sie verkehrt rum rein, füllt dann Wasser rein und langsam verteilt sich das Wasser in der Erde. Und wir überschwemmen das Ganze nicht und die Pflanzen werden bestens versorgt. Es ist der Gedanke des Urban Gardening. Das heißt, ich recycle alle Materialien, die ich habe. Ich mische Kulturen, die sonst nie gemischt werden. Und es geht einfach darum, einen ganz neuen Trend zu setzen. Es ist lustiger, es ist lebendiger. Plastiktüten kann ich auch aufhängen, sodass ich eine Wandbegrünung habe. Ich kann sie in allen Varianten machen. Und ganz ehrlich, mit sowas spare ich richtig viel Geld. In Andernach ist das Konzept des Urban Gardening ein voller Erfolg. Denn es hat aus einer Stadt eine Stadtlandschaft gemacht. Zurück auf Schloss Ippenburg. Seit Ritter Johann von dem Busche hier vor 600 Jahren die erste Burg baute, ist das Anwesen in Familienbesitz. Mit Sohn Viktor, seiner aus Israel stammenden Frau Deborah und den Kindern Emma, Lilly und Jonathan hat jetzt die 22. Generation Einzug gehalten. Wie ist das mit 3, bald 4 kleinen Kindern in einem Schloss zu wohnen? Also Sie haben ja auch als Kind im Schloss gewohnt. Wie ist das? Ein Riesenabenteuerspielplatz. Also ist es für die Kinder, ist es, oder Emma? Wie findest du es im Schloss zu wohnen? Toll. Was findest du am besten im Schloss zu wohnen? Ein Zimmer zu haben. Ein eigenes Zimmer zu haben. Bei 100 Zimmern ist das sicher das geringste Problem, wenn man ein Schloss besitzt. Hier zu wohnen ist ohne Frage ein einzigartiges Lebensgefühl, bedeutet aber gleichzeitig eine große Verantwortung. Das ist ja auch schick hier, ne? Ja, oh. Mit der. Das war der Geist, der Schlossgeist. Nee, das sind sehr tollpatschige Menschen, das ist so. Das ist zum Beispiel sowas hier. Das Erste, was meine Tochter gemacht hat, als wir eingezogen sind, ist so mit Edding ihren Namen draufzuschreiben. Ja, das ist so. Dann habe ich nur zu ihr gesagt, aber Emma, du kannst nicht hier im Haus irgendwie die Wände sagen, bemalen. Sie sagt, aber Papa, woher sollen denn sonst die Leute wissen, dass ich jetzt hier wohne? Ja, das ist selbstverständlich. Jeder will seine Spur hinterlassen. Das heutige Schloss ist bereits das dritte an dieser Stelle und wurde 1867 im neugotischen Stil erbaut, der sich, wie hier im Gobelinsaal, selbst in den kleinsten Details wiederfindet. Oh, das ist ja hier. Hallo, hier ist doch der Tanzsaal, oder? Ja. Sie sind jetzt genau in der Mitte vom Schloss. Der Erbauer Wilhelm von dem Busche hatte hier im 19. Jahrhundert noch sein Wohnzimmer. Heute finden in diesem Saal vor allem Konzerte statt. Wir haben an den Wänden Gobelins, diese Wandgobelins, die
sind die vier Jahreszeiten übrigens. Das ist ja also eine unglaubliche Pracht, diese Lüster hier. Ne? Das ist ja alles Kristall, vermute ich mal. Ja, das ist Murano, ne? Dieses Murano. Und das sind zum Beispiel Sachen, wo ich sagte, jede Generation hinterlässt ihre Spuren. Als Kind habe ich mal diese Kristallbommeln teilweise abmontiert, weil ich sie für meinen Piratenschatz brauchte. Habe ich so einen Ärger von meiner Großmutter gekriegt. Heutzutage zu Recht. Ich merke das jetzt sozusagen, es kommt wieder mit den eigenen Kindern. Aber dieser Kontrast, von dem ja auch dieses Schloss lebt, also das Moderne und dann gleichzeitig das Bewahren des Alten, wie kommt man damit klar? Lässt man das einfach so nebeneinander stehen oder... haben Sie hier auch gesagt, also das räumen wir jetzt um, das machen wir anders? Nee, nein, also das bleibt so klar. Ja, es ist so, dass man hier, das ist von nächste sehen, kennen Sie auch. Genau, für die nächste Generation im Endeffekt. Ja, absolut. Als ich Kind war, das ist eben was meine Mutter über die Jahre hier gemacht hat. Das war eine Rasenfläche hier, dann gab es Stiefmütterchen, unterhakte Beete und hinten war eine Kuhwiese. Ja. So sah es aus, als ich ein Kind war. Da war bei dem Graben Schluss, das war eine Wiese. Und so war es. Und das alles hat meine Mutter eben damals dann daraus erschaffen. Und so bringt jede Generation wieder das Ganze hervor irgendwie. Es ist schon toll. Das Alte bewahren und gleichzeitig das Neue wagen. Familie von dem Busche hat diesen Spagat eindrucksvoll gemeistert. Wer keinen eigenen Park vor der Haustür hat, aber trotzdem nicht auf Bäume verzichten möchte, für den ist vielleicht das hier die passende Alternative. Wir treffen Michaela Pieper und ihren Sohn Tobias, die in Enger eine Bonsai-Schule betreiben. Bonsai heißt ja Baum in der Schale. Ich denke, ist eigentlich ideal für einen Städter. Da hat man eben die Chance, sich so einen Baum nach Hause zu holen, in einem Raum, der eigentlich so wenig Platz für Natur lässt. Die japanische Tradition hat auch in Deutschland viele Anhänger gefunden. Also man kann seinen Balkon ganz, ganz toll bestücken mit diesen kleinen Bäumchen, kann dann die Jahreszeiten erleben und auch an den Pflanzen Natur erleben und auch daran arbeiten. Schon ein 20 Jahre alter Bonsai kann mehrere hundert Euro kosten. Mit etwas Geduld geht's aber auch günstiger. Ja, ganz leicht kann man einen Bonsai aus dem Sämling machen, indem man einfach zum Beispiel vom letzten Jahr eine Pflanze nimmt, die jetzt gewachsen ist. Zum Beispiel hier die Kastanie, die muss man im Prinzip nur vorsichtig ausbuddeln. So, hier hat man sie jetzt im Prinzip draußen. Das ist jetzt halt der Sämling, schon mit einer schönen Wurzel. Die müssen wir jetzt einfach nur noch in einen Topf einpflanzen. Durch den begrenzten Platz und regelmäßiges Beschneiden wird ein normaler Baum zum Bonsai. Den topfen wir einfach in eine kleine Schale. Wenn die Wurzel viel länger ist, könnte man sie noch einkürzen, aber das lassen wir jetzt so. Dann ist halt wichtig, dass man wieder nach vernünftig angießt. Jetzt haben wir unseren Sämling eingetopft und da sieht man, wie leicht es ist, eigentlich zu einem Bonsai zu kommen. Das Entscheidende bei Bonsai ist wirklich, dass man die Pflanzen schneidet, weil sonst würden die wie eine normale Pflanze auch groß werden, wie die Kastanie, 20, 30 Meter. Und so geht das im Prinzip Jahr für Jahr weiter. Man wässert die Pflanze, düngt die Pflanze, schneidet sie. Und nach einigen Jahren, hier in dem Fall sind es über 20 Jahre, bekommt man halt eine Pflanze, die wirklich schon beträchtlichen Stammumfang hat und eine deutliche Reife auch einfach ausstrahlt. Ein Baum fürs Wohnzimmer. Und im Gegensatz zu seinen großen Verwandten zieht der Bonsai bei einem Umzug einfach mit um. Den Umzug haben Viktor und seine Familie schon hinter sich. Renoviert wird trotzdem noch. Das haben meine Großeltern damals die Decke abgehängt, zwei Fenster zugemacht, um es in ein Bad umzuwandeln. Dann haben wir jetzt den Boden hochgenommen, die Fenster wieder geöffnet, die dort einfach hinter waren. Das heißt, die Fenster selber waren immer dort. Die hat niemand rausgenommen. Und dann haben wir die Decke rausgenommen und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Wenn Sie mal hochgucken. Ja, das ist ja Wahnsinn. Wie es möglich ist, dass in der einen Zeit sowas so komplett zu zerstören, völlig das Gefühl dafür verloren ist. Und die eine Generation macht es, baut es mit so viel Detail, mit so viel Liebe, mit so viel Engagement, sowas herzustellen. Ich meine, und dann die nächste Generation nimmt einen Pinsel und streicht es über, knallt eine Decke rein, Zwischendecke, Heizkosten sparen und das war's. Der Schlossherr als Bauherr. Ich finde das ja toll, man kriegt hier richtig Lust. Also ich ziehe bei Ihnen ein. Leute, ich packe die Koffer, ich ziehe hier ein. Hier sind so viele Zimmer. Ja. Sie werden mich gar nicht merken.
Das nächste Zimmer ist allerdings schon belegt, denn hier wird Tochter Emma einziehen, wenn es denn fertig ist. Und mit kleinen Kindern in einem Schloss wohnen, ist das auch schwierig? Man verläuft sich, oder? Ja, total schwierig, weil ich denke, das ist mal einfach zu wohnen in Wohnung. Ja. Weil immer ich muss pass auf, mit den Kindern zu gehen in die Treppe, nicht fallen oder die Teich, Fenster. Oder jetzt, während alles renoviert wird, wo wohnen Sie gerade? Ja. Wir wohnen alle zusammen in einem Zimmer. Also es ist zwar groß, weil wir haben einen kleinen Durchbruch gemacht. Wir können uns einfach mal angucken. Okay. Gucken wir mal. Ich hoffe, alles okay da. Das schauen wir mal. Da hat man schon ein Schloss mit 100 Zimmern und wohnt trotzdem zu fünft in einem. Das ist das Familienzimmer. Das ist Familienzimmer. Ja, genau, wir alle wohnen in ein. Also hier schläft Emma. Ja. Da schläft Lilly. Ich mach das alles zu. Dort hinten schläft Jonathan. Da schlafen wir. Wir können einfach mal ganz kurz reingucken, unser Badezimmer. Weil wir haben wirklich die ganze Familie, das ist schon mehr. Die ganze Familie, die drei Kinder, ihr könnt sie auch nur alleine reingehen, weil es so klein ist. Also hier ist wirklich die ganze Familie, alle zusammen und in dem Badezimmer. Aber es ist so, ist es momentan. Das ist und so ein quietsche Tomatenrot. Ja, ja, das ist eben auch so. Wie schön. Etwas weniger bunt, aber dafür geselliger geht es in der Küche zu, dem eigentlichen Zentrum des Familienlebens. Das ist ja wirklich hier der Tisch, ein wunderbarer Mittelpunkt des Hauses, ne? Ja, das war auch bei unseren Eltern schon der Lieblingstisch. Genau, das ist im Endeffekt ist es der alte Metzgertisch aus dem Haus. Den hat man aufgearbeitet irgendwann natürlich wieder. Und seitdem ist er im Endeffekt der Mittelpunkt der Küche. War auch bei meinen Eltern schon der Mittelpunkt in der Küche. Das ist toll. Und wenn Sie Lust haben, alte Sachen aufzumöbeln, dann haben wir jetzt ein paar ganz heiße Tipps für Sie. Deko-Expertin Biene Brändle zeigt Ihnen heute, wie Sie eine rustikale Möbelruine in einen repräsentativen Hingucker verwandeln. Heute entführe ich Sie erstmal ins dunkelste Eck meines Gartens. In der alten Hütte habe ich nämlich ein paar richtige kleine Schätze versteckt und den größten davon, um den kümmere ich mich heute. Dieses alte Küchenbuffet, das hat meine Mama mal vor ewigen Zeiten irgendwoher angeschleppt. Ich weiß schon gar nicht mehr wo. Bis jetzt hat uns der Platz gefehlt, wo wir es hinstellen. Aber heute will ich es mir vornehmen. Dieses Unterteil hier, das gehört, glaube ich, gar nicht zum Oberteil. Das ist eine andere Kommode. Aber egal, ich werde es so herrichten, dass es nachher wirklich wie aus einem Guss erscheint und ganz neu erstrahlt. Aber zuerst mal muss der ganze alte Dreck raus. In 10 Jahren sammelt sich schließlich so einiges an. Also wer weiß, was sich da für Mäuse rumgetrieben haben. Damit ist jetzt Schluss. Und jetzt herzlich willkommen in meiner Bastelwerkstatt. Hier mache ich das Küchenbuffet schön. Aber zuerst mal mache ich kleine Reparaturen. Und zwar hat dieses Kästchen keine Füße. Da habe ich mir extra im Baumarkt solche Knubbelfüße besorgt. Dann werde ich die alten Beschläge wegmachen. Die sind zum Teil gar nicht mehr vorhanden und einfach nicht schön. Da habe ich neue besorgt. Die werden erstmal abgeschraubt. Da hinten fehlt ein Brett. Und im Baumarkt kann man sich passend das Holz zuschneiden lassen. Ich habe hier so ein 6 mm Sperrholz zuschneiden lassen. Und das mache ich jetzt einfach mit kleinen Nägelchen hier ran. Das unterschiedliche Holz fällt nach dem Anstrich nicht mehr auf. Also so, zum Teil sind die alten Beschläge nur mit Nägelchen befestigt. Hier ist so eine komische Schraube, da muss man einfach gucken, welche Werkzeuge man benutzt. Und ansonsten verwende ich rohe Gewalt. So. Ha, hier habe ich ganz schöne neue Griffe besorgt. Die kommen nachher an den Schrank. Die Schlüssellöcher stören mich nicht, die werden ja von dem neuen Griff verdeckt. Aber hier draußen schaut es unschön aus von den alten Schrauben und Nägeln. Darum habe ich hier Schnellspachtelmasse. Ich spachtel alles aus. Man kann es direkt danach nach kurzer Zeit wieder abschleifen. Und dann kann ich endlich streichen, meine Lieblingsbeschäftigung. Und hier noch einmal alle bisherigen Arbeitsschritte. Erst einmal natürlich das Buffet von Staub und Schmutz befreien. Dann fehlende Teile ausbessern und kleine Macken zuspachteln. Anschließend die gespachtelten Stellen sauber abschleifen und das Möbelstück mit Acryllack auf Wasserbasis grundieren. Wichtig, nicht einfach kreuz und quer, sondern immer in Holzmaserungsrichtung streichen. Die Oberfläche habe ich jetzt mit Absicht noch nicht grundiert, da habe ich nämlich was Besonderes vor. Und zwar nehme ich den gleichen Acryllack wie für die Grundierung, mische aber einen großzügigen Schluck Wasser dazu
Und jetzt werde ich das Ganze hier mit dem Schwämmchen auftragen, dass ich den Acryllack wie eine Lasur verwende. Das heißt, die Holzmaserung scheint schön durch. Den verdünnten Lack auch hier wieder in Holzmaserungsrichtung auftragen. Ruhig ein bisschen unregelmäßig und locker. Dadurch erreicht man eine antike Optik. Für mich kann es im Moment nicht gelb genug sein. Und das Tolle am Selbermachen ist ja, dass sich jeder in seinen persönlichen Lieblingsfarben streichen kann. Durch verschiedene verwandte Farbtöne kommt die Form des Buffets besser zur Geltung. Die äußeren Teile eher dunkel streichen und nach innen heller werden. Das gibt optischen Halt. Weiße Kanten und Details lassen das Möbel außerdem leichter wirken. Für die Innenseiten der Schubladen habe ich mir noch eine besondere Raffinesse ausgedacht. Und zwar möchte ich die mit den schön gemusterten Stoffen auskleiden. Das klingt erstmal komisch, weil man denkt, die Stoffe, das ist nachher empfindlich in den Schubladen und ich kann es nicht richtig putzen. Aber ich klebe die Stoffe mit Tapetenkleister auf und werde den zusätzlich noch mit Holzleim vermischen. Und dann wird die Oberfläche der Stoffe richtig gut versiegelt und ich kann es nachher wirklich nass auswischen. Auf 3 Teile Tapetenkleister kommt 1 Teil Holzleim. Die Innenflächen der Schublade gleichmäßig mit dem Gemisch bestreichen. Dann die zugeschnittenen Stoffbahnen darauf kleben, glatt streichen und von oben noch einmal mit dem Kleister-Leimgemisch versiegeln. Es gibt noch einen Trick, dass das Ganze so richtig schön auf alt gemacht ausschaut. Und zwar nehme ich Schmirgelpapier und gehe jetzt nur ganz leicht über die Kanten, dass sie wieder dunkel hervortreten. Und dann schaut mein Kästchen wirklich so aus, als wäre es schon seit 100 Jahren gelb gewesen. Jetzt kommt der letzte Schliff, und zwar die schönen neuen Griffe, die ich besorgt habe. Die werde ich ganz einfach durch diese ehemaligen Schlüssellöcher durchschrauben. Solche gepressten Holzornamente gibt es im Bastelladen oder im Baumarkt, und die klebe ich ganz einfach mit Holzleim auf die Tür. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die passende Stelle für das aufgemöbelte Möbelstück. Für mein neuestes Lieblingsstück habe ich mir meinen absoluten Lieblingsplatz ausgesucht, meinen sonnigen Balkon. Und es ist jetzt so toll, das Küchenbuffet einzuräumen. Von manchen Schätzen kann man sich einfach nicht trennen. Statt sie im Schuppen, Keller oder Dachboden vergammeln zu lassen, lässt sich so mancher alter Staubfänger mit ein paar Handgriffen und etwas Geschick in kurzer Zeit in ein individuelles Schätzchen im Landhausstil verwandeln. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Sonnige Grüße und bis bald! Zurück in Bad Essen. Viktor von dem Busche ist mit 35 Jahren nicht nur Schlossherr, sondern auch Besitzer von 680 Hektar Land. Aber das ist jetzt alles ihrs? Links nicht, rechts, das ist unser Raps und ja. Wir haben noch Felder da hinten. Jetzt ist es immer so ein bisschen eher partiell, obwohl man schon sagen muss, dass alle Flächen im Endeffekt hier im Umkreis zusammenliegen. Schloss Ippenburg ist ein landwirtschaftlicher Betrieb. Der gelernte Betriebs- und Landwirt Viktor hat die Geschäfte vor einem Jahr von seinem Vater Philipp übernommen. Das ist Roggen. Das ist, hier ist es immer wichtig, gerade beim Roggen kommt die Phase, dass er steht, dass er nicht umfällt. Das ist, wenn Ungewitter kommt, das sind so Sachen, wo man gucken muss, weil dann gibt es Probleme. Man kann ihn schwer ernten, dann kommt Mischung rein, dann wird es unrein. Ja. Und der sieht toll aus. Also das ist super. Der steht ja wie eine Eins. Ja, absolut. Ne? Und genau das sind so Sachen, die man in der Stadt vermisst. Wenn der Wind und die Sonne, der Wind und dieser Geruch und einfach dieses Geräusch. Ruhe und nur diese Natur, das liebe ich. Was passiert dann mit dem Roggen, wenn er nicht mehr hier steht? An sich sind sie erstmal alle als Brotroggen ausgelegt, also typische Roggen, Vollkornbrot. Aber nachher, wenn eine gewisse Qualität unterschritten ist, das hat mit dem Proteingehalt den Sachen zu tun, geht es ins Tierfutter. Das sind die Unterschiede immer. Und das weiß man dann aber eigentlich auch erst am Schluss. Neben der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist mit 330 Hektar fast die Hälfte des Grundbesitzes von Schloss Ippenburg Wald. Also das ist jetzt hier der Forst? Genau, das ist ein... Aufgeforstet wird gerade, oder? Ja, ist schon passiert, genau. Aber man merkt richtig diese Verbundenheit mit dem Land und mit der Natur. Also ist das ein Traum, so wie Sie leben, würden Sie sagen? Absolut. Also das ist für mich ist es ein absoluter Traum, in der Natur, mit der Natur zu leben und auch daraus, sag ich mal, irgendwie eine Wertschöpfung zu betreiben. Viktor von dem Busche kennt das Stadtleben. Zuletzt hat er 6 Jahre in Berlin gewohnt. Dorthin zurück möchte er nicht. Der Kirchplatz in Bad Essen. In einer historischen Häuserzeile steht das Café Das kleine Haus.
Hier wandelt Alexandra Tautfest seit 3 Jahren auf neuen kulinarischen Pfaden. Bei mir gibt es nicht nur Kaffee und Kuchen. Ich habe mich auf den Holunder spezialisiert. Ich koche verschiedene Gelees, verschiedene Likörchen und den Sirup, den man für das Kultgetränk Kuchen benötigt. Den werde ich heute zubereiten. Und zwar aus Holunderblüten, die sie zwischen Mai und Juli ganz einfach selbst sammeln kann. Ich lebe gerne auf dem Land, da ich die Natur liebe. Ich liebe es einfach spazieren zu gehen und neue Sachen zu entdecken, wie mit dem Holunder rumzuexperimentieren. Mittlerweile ist Alexandra Tautfest eine stadtbekannte Holunderexpertin. Also auf die Idee, mit dem Holunder zu arbeiten, bin ich gekommen, da der hier wächst wie Unkraut. Es gibt in jedem Waldstückchen ganz viele Holundersträucher. Ja, und nachdem ich mich schlau gemacht habe, habe ich dann echt rausgefunden, dass der so vielseitig einzusetzen ist. Also man kann die Blüte verwerten, man kann die Beere verwerten. Und das war eigentlich das, was ich so interessant fand und dann weiter ausgebaut habe. Blätter und Stängel kann man zwar nicht verwerten, sie eignen sich aber prima zum Trocknen. Im Holunder kann man nicht nur Gelees machen oder Sirup, der hat auch eine heilende Wirkung. Und ich kann damit Bäder machen bei Hautunreinheiten oder Tees, bei Rheuma hilft das auch sehr gut. Und den kann man frisch benutzen für die Bäder oder Tees, aber auch getrocknet. Und das ist das Schöne, den kann man einfach trocknen lassen, in Vorratsdosen packen und im Winter dann einfach verwenden. Die heutige Ernte dient aber einem anderen Zweck. Also ich koche jetzt einen Holunderblütensirup, den braucht man ja für einen Hugo, ist gerade das Modegetränk. Dafür nehme ich 1 Liter Wasser und 1,5 Kilo Zucker. Es ist zwar nicht gerade gesund, so viel Zucker zu nehmen, allerdings muss er auch haltbar sein. Und der Zucker, der macht den Sirup länger haltbar. Und da man auch nicht viel für einen Hugo benötigt, lediglich einen kleinen Spritzer, ist das auch überhaupt nicht tragisch. So, und wenn der Zucker sich gelöst hat, fügen wir noch ungefähr 50 Gramm Zitronensäure dazu. Die Zitronensäure, die lösen wir auch erst in heißem Wasser. Das Ganze dann einfach ins Zuckerwasser geben und noch einmal gut verrühren. Ja, und wenn das Wasser dann ganz klar ist, das kann man hier jetzt sehr schön erkennen, dann kann man das einfach zur Seite stellen und muss es einmal komplett abkühlen lassen, dass wir die Holunderblüten nicht beschädigen. 30 Holunderdolden zum Reinigen in Wasser tauchen und die Blüten in das abgekühlte Zucker-Zitronenwasser geben. Die Stängel sollte man abschneiden, denn sie enthalten viele Bitterstoffe. Damit die Holunderblüten ihren ganzen Geschmack entfalten können, sollten die jetzt ungefähr 24 Stunden einweichen. Durch das Einweichen lösen sich die Aromastoffe aus der Blüte. Nach 24 Stunden kann man das Ganze durch einen mit einem Tuch bedeckten Sieb abgießen und in gut verschließbare Flaschen oder Gläser abfüllen. So, und die Gläschen, wenn wir die luftdicht verschließen, können wir die mehrere Monate im Keller oder an einem kühlen Ort lagern. Hier noch einmal das Rezept. 1 Liter Wasser, 1,5 Kilogramm Zucker und 50 Gramm Zitronensäure aufkochen und abkühlen lassen. Die Holunderblüten darin 24 Stunden einweichen, abgießen, fertig. Jetzt ist es bis zum Hugo nicht mehr weit. Einfach Zitronen- und Limettenstücke und ein paar Minzblätter in ein Glas geben. Das Ganze zerdrücken wir so ein bisschen mit einem langen Löffel einfach, damit die Minze den Geschmack entfaltet. Dazu ein paar Eiswürfel und das Glas dann bis zur Hälfte mit Mineralwasser auffüllen. Da kommt etwas Holunderblütensirup drauf. Und zu guter Letzt füllen wir das Ganze mit einem spritzigen Prosecco auf. Fertig ist der Hugo aus selbstgemachtem Holunderblütensirup. Na dann, Prost und viel Spaß beim Nachmachen. Neben 200 Ausstellern und Musikgruppen gibt es beim Sommerfest auf Schloss Ippenburg auch jede Menge Skurriles zu entdecken. Guck, und ein Bett im Baum. Ach, das ist doch herrlich. Ja, nicht ein Bett im Kornfeld, sondern nee, ein Bett im Baum. Gartenkunst einmal anders. Und was steht da dran? Steht einfach Baden verboten. Und ich glaube, da. Das ist natürlich. Bleibt jeder erstmal stehen und fragt sich, was ist das? Ja, das ist lustig. Das ist der Künstler Silvan Luth, der hier in Ippenburg wohnt und seit vielen, vielen Jahren die witzigsten Inszenierungen macht. Und er hat einfach gesagt, jetzt werden doch überall die Postkästen abgebaut. Leider, die schönen gelben Postkästen. Eben. Und hat er gesagt, die will ich jetzt ein bisschen zelebrieren. Das kann doch wohl nicht sein, dass sie so klanglos von der Bildfläche verschwinden. Und deshalb hat er sich das ausgedacht.
Der Künstler Silvan Luth aus Bad Essen hat hier auf dem Schlossgelände auch sein eigenes Atelier. Hallo. Wir wollten mal gucken, was bei Ihnen so zu begucken ist. Ja, eine ganze Menge. Das ist mit Holz. Sie arbeiten mit Holz? Ja, sehr viel mit Holz. Das sind Collagen. Ja. Die neueren Sachen sind jetzt Betonarbeiten. Und hier haben Sie auch Ihr Handwerkzeug mitverarbeitet, oder? Das ist gefundenes Handwerkszeug. Gefundenes Handwerkszeug? Bei Silvan Luth wird das Handwerk zur Kunst. Manchmal sind die Übergänge eben fließend. Ein ganz besonderer Handwerker ist Bernd Niehenke aus Haßbergen. Er ist der letzte Pottbäcker im Osnabrücker Land. So nennt man hier Töpfer, die noch auf traditionelle Weise arbeiten. Angefangen bei der eigenen Tongrube. Das Tolle an der Töpferei ist für mich speziell, dass ich den Ton noch selber ausgrabe und dass ich diese alte Töpfertradition erhalten kann, weil ich inzwischen der Letzte bin, der das noch macht. Eine Arbeitsweise, die so nur hier auf dem Land möglich ist. Jetzt wird der Ton an die Maschinen geschaufelt. Der muss ja jetzt zu Mehl ganz fein gemahlen werden. Und zwar mit Maschinen, die früher Walknochen zerkleinerten oder U-Boote und Panzer antrieben. Diese Aufbereitung ist einzigartig. Ist ja zufällig so entstanden, weil hinter der Werkstatt ein großer Schrotthaufen war mit Militärschrott. Und da haben mein Opa und seine Brüder sich dann die Teile geholt und zusammengeschraubt, wie sie sich das so dachten. Es gibt also so eine Aufbereitung, gibt es nur einmal und das ist hier. So, hier wird das Tonmehl jetzt mit Wasser verknetet, bevor das nachher in die Strangpresse kommt. Und da werden dann richtige 10 Kilo Stangen geformt und abgeschnitten. Seit mehr als 200 Jahren ist die Familiengeschichte der Niehenkes mit dem Ton und der Töpferei verbunden. Bernd betreibt die Pottbäckerei bereits in 7. Generation. Jetzt habe ich hier meinen guten Ton. Den nehme ich mit an die Töpferscheibe und dann geht die Arbeit los. Erstmal so richtig schön in die Mitte klopfen und dann zentrieren. Ich mache jetzt mal eine Backform, eine Pottkuchenform. Also wenn man das einmal kann, das Drehen auf der Scheibe, das ist wirklich toll. Wenn man merkt, dass der Ton einem gehorcht, dass er das macht, was man will. Doch bis dahin braucht man viel Übung und Fingerspitzengefühl. Schwierig ist, das Ganze zu zentrieren und dann zentriert zu halten. Sobald das aus dem Gleichgewicht kommt, fliegt mir das alles nach außen weg von der Scheibe. Ne? Und dann natürlich, dass nachher auch die Form dabei rauskommt, die erwünscht ist. So, jetzt kommt das Besondere. Jetzt ziehe ich mit den Fingern diese Rillen rein, damit man hinterher weiß, wie groß die Kuchenstücken werden. Bis man in so ein Kuchenstück beißen darf, dauert es allerdings noch ein bisschen. Die muss jetzt erst eine Woche lang trocknen. Darum nehme ich jetzt zum Bemalen eine andere. Die ist auch schon 10% geschwunden und die werde ich jetzt anmalen. Auch das ganz nach altem Muster. Hier wird die traditionelle Kringelbemalung aufgetragen. Das sind alles Erdfarben, die wir uns selber aus flüssigem Ton machen. Für Bernd keine große Kunst. Als Künstler sehe ich mich überhaupt nicht. Ich bin reiner Handwerker. Ich mache hauptsächlich das traditionelle Gebrauchsgeschirr, wie schon mein Vater und mein Opa gemacht haben. Als Künstler gehört natürlich noch mehr dazu. Da muss man also viel kreativer auch sein. So, jetzt kommt die Backform in den Brennofen. Denn vor dem Kuchen wird erst einmal die Kuchenform gebacken. Und das nicht nur einmal. So, und hier sieht man, wie aus dem frischen Ton die gedrehte Kuchenform wird. Dann angemalt und getrocknet, einmal gebrannt, dann glasiert und schließlich aus dem Glasurbrand fertig rausgekommen und gebrauchsfähige Kuchenform. Von der Tongrube bis zur fertigen Kuchenform. Bei Pottbäcker Niehenke kommt alles aus einer Hand. Und das seit 7 Generationen. Schloss Ippenburg ist an normalen Tagen für Besucher geschlossen. Wer das Sommerfestival verpasst hat, muss dennoch kein ganzes Jahr warten. Denn mittlerweile gibt es auch ein Frühlings- und ein Herbstfest. Was Sie in der Zwischenzeit sonst noch alles erleben können, sehen Sie jetzt.
Hier sind unsere Tipps für den nächsten Ausflug im Osnabrücker Land. Der Forstenforest in Fürstenau. Ein Abenteuerspielplatz für alle mit Benzin im Blut. Das ist so, wie ein kleiner Junge in seinem Sandkasten sich austoben kann. Das tiefe Schlammlöcher, Sand, Dreck, das ist für uns halt ein Riesenspaß. Etwas weniger staubig lässt sich am Alfsee der Sommer genießen. Ob mit Wasserski oder Wakeboard, für 30 Euro am Tag kann man hier große Sprünge machen. Wenn man's kann, natürlich nur. Wenn nicht, geht man eben baden. Wer sich für die Geschichte interessiert, der ist in Wenne bei Osterkappeln genau richtig. Die Mühleninsel bietet eine Zeitreise in die Handwerkshistorie der Region. Wir haben Gebäude erhalten, die hier vor Ort einmal gestanden haben. Unter anderem eine alte Schmiede, unter anderem ein altes Backhaus, sodass wir der Nachwelt erhalten können, wie es früher hier vor Ort mal ausgesehen hat. Ein einzigartiges Naturerlebnis bietet das Meerfelder Bruch im westfälischen Dülmen. Hier gibt es Europas letzte frei lebende Wildpferdeherde. In Westfalen hat es früher überall wilde Pferdeherden gegeben. Das ist nicht nur biologisch interessant oder aus Naturschutzsicht. Es ist im Grunde auch kulturhistorisch interessant. Es ist eigentlich ein Freilichtmuseum, wo ich zeigen kann, so hat man vor über 100.000 Jahren in Westfalen auch Pferde bewirtschaftet. In dem 360 Hektar großen Reservat leben ca. 360 Wildpferde. Wenn nach 4 Tagen das Sommerfest endet, kehrt wieder Alltag ein auf Schloss Ippenburg. Doch besonders für Emma, Lilly und Jonathan hält der Alltag auf einem Landgut ständig etwas Neues bereit. Die Küken sind letzte Nacht geschlüpft und brauchen jetzt natürlich dringend Namen. Wie heißen die denn jetzt, Emma? Hat die einen Namen? Sag mal was. Einmal das schwarze Ariel, das zweite Cinderella, Cinderella? Und dann Höschen. Dornröschen. So, guck mal. Aber die hat richtig Stress, die Henne. Ja, ja. Die will ihre kleinen Küken verteidigen. Ja, ja, wir lassen die jetzt mal im Ruhe. Ein guter Zeitpunkt, sich zu verabschieden. Tschüss, Hühner. So, tschüss, Hühner. Tschüss, Fritz. Ich sag tschüss. Es war schön bei Ihnen. Herzlichen Dank für alles. Gerne. Und viel Spaß noch. Vielen Dank. Tschüss. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach, tschüss, tschüss. Ach ja, auch der schönste Tag geht mal zu Ende, auch dieser Ausflug nach Schloss Ippenburg. Aber ich verabschiede mich mit jeder Menge Gartenlust und Landvergnügen im Gepäck. Tschüss, bis nächstes Mal.